Drücke L und R auf dem Controller. Öffne die Augen. Öffne die Augen. Wach auf, Link. Okay, erster Raum. Steuerung sehr typisch. LS bewegen. Ich sehe gerade, ich glaube, die CPU ist ein bisschen überlastet mit dem Nachrendern. Werde ich wohl nachher noch im Stream ein paar Sachen verändern. Aber ja, damit sind wir trotzdem erstmal bei The Legend of Zelda. Und es startet wirklich sehr human. Der Shika-Stein. Er wird dir nach deinem langen Schlummer den richtigen Weg weisen. Okay, Y wird wahrscheinlich Bogen später sein. Da ist Hüpfen. Ein paar Kisten. Juhu, eine alte Hose. Kleidung rüstest du beim Pluszeichen aus. Und man sieht sie auch im Charakter. Ich hab's nicht anders erwartet. Ja, man kann immer noch Sachen hochheben und werfen. Okay, das war nicht weit. Aber Link hat ja auch lang geschlafen. Oh, ich muss es halten? Nee. Ah. Mit dem unteren, also mit ZR lasse ich es fallen einfach. Mit R kann ich schmeißen. Halte den Shika-Stein über das Podest. Dann wird der Weg sich dir öffnen.
bist das Licht, das Hyrule wieder erstrahlen lassen wird. Es ist Zeit, deine Reise zu beginnen. Der Weg ist das Ziel. Jetzt sag nicht da unten rechts Temperatur. Okay, das eine ist natürlich die Anzeige, wie laut ich bin, ne? Was da unten so aufschlägt. Aber daneben, beziehungsweise da drüber, sehen wir die Temperatur. Bedeutet das, dass wenn es kalt ist, ich wirklich Probleme bekommen kann? Okay, da ist Ausdauer wohl, wenn ich kletter. Haben sie auch cool gemacht. Und dann gehen wir raus in die Welt. Und das ist echt hübsch. Ein alter weiser Mann, der mir sagen wird, hier draußen ist es gefährlich ohne das hier. Nimm dieses Schwert. Ah ne, erstmal nehme ich einen Stock. Nutze die Route der Macht. Dieser Zweig wird dich auf deinen Wegen begleiten. Da leuchtet was. Ah, okay, zuerst weiß ich nicht, was alles ist. Also zum Beispiel den Pilz nehme ich jetzt auf und dann weiß ich, oh, das ist ein Hyrule-Pilz. Der am weitesten verbreitete Pilz der Wälder Hyrules. Er wächst oft in der Nähe von Bäumen, füllt bei Verzehr Herzen auf. Schnellauswahl der Waffe. Jetzt könnte ich eine Doppelroute nutzen. Ach, das sehe ich. Oder die Route geht wahrscheinlich kaputt mit der Zeit. Boah, die Animationen sind aber auch gut geglückt bei Zelda. Ich habe ja bis jetzt eigentlich nur den Trailer damals gesehen. Aber es sieht echt fein aus. Moment. Aha, damit geduckt kann ich mich leiser bewegen. Und mit dem Rutestein kann ich Markierungen setzen, okay. Oh, wenn ich den Controller bewege, richtet das auch aus. Jetzt habe ich Rutestein dazu gesagt. Der heißt natürlich nicht Rutestein. Na? Ho, ho, ha, ho. He, ho. Zelda ist ein Kletterass, ey. Der muss Fingernägel haben. Naja, wer lange schläft, die wachsen ja bestimmt weiter dabei. Link. Link. Link? Link. Begib dich zu dem Ort, den der Shika-Stein dir weist. Da zeigt er hin. Und das ist die ganze Welt. Ohne Scheiß. Oh, ich sehe schon. Da unten sieht es aber aus, als wenn es noch weitergehen würde. Hier gibt es auf jeden Fall einiges zu tun. Du interessierst dich für einen Landstreicher wie mich oder fragst du nur aus Höflichkeit? Ich bin ein alter Sonderling, der schon seit Ewigkeiten allein hier in der Gegend lebt. Sag mir, was hat dich hierher verschlagen? Wo sind wir?
Eine Frage mit einer Frage beantworten. Die jungen Leute wissen nicht mehr, was sich gehört. Aber vielleicht ist es Schicksal, dass wir uns hier begegnet sind. Ich werde sie dir beantworten. Wir befinden uns auf dem vergessenen Plateau. Dieses Gebiet soll vor langer Zeit die Wiege Hyrules gewesen sein. Aha. Doch vor 100 Jahren ging das Königreich unter, danach ist alles verfallen. Keine Menschenseele mehr weit und breit. Nun denn, ich werde wohl noch ein Weilchen hier sitzen. Komm ruhig zu mir, wenn du Hilfe brauchst. Wobei sollte er mir denn helfen? Eine Fackel. Du kannst sie anzünden, indem du sie ins Feuer hältst. Wenn du sie wegsteckst, erlischt sie und muss erneut entzündet werden. Ich werde die Fackel wahrscheinlich anzünden. Komm damit bloß in die Nähe von trockenem Gras. Aber naja, hier treiben sich eine Menge Monster herum. Vielleicht kannst du sie dir damit vom Leib halten. Aber ich hoffe, du fuchtest nicht wild damit herum. Du musst genau auf die Bewegung deines Gegners achten. Ziel erfassen, okay. Röstäpfel. Hey, das ist mein Röstapfel. Ach, nimm doch, kleiner Junge. Au! Habt ihr gesehen? Unten die Temperaturanzeige geht dann auf Feuer. Wenn ich da durchlaufe. Ja, es kann ein bisschen heiß sein, wenn man durch Feuer läuft. Was machst du denn da, alter Mann? Ich mach's mir am Lagerfeuer gemütlich, wie du siehst. Vielleicht röste ich mir gleich noch einen Apfel oder zwei. Die meisten Sachen werden nahrhafter, wenn man sie röstet. Da fällt mir ein, ich habe doch 8000 Zweige. Holzfäller-Axt. Lieblingswerkzeug eines jeden Holzfällers. Ausholen, werfen. Okay. Oh, das ist werfen. Aber ich habe ein Feuer entfacht. Höre Feind. Feind weggeflogen. Ich glaube, ich muss gleich nochmal die Einstellung ändern auf automatisch wegen der Auflösung zum Monitor hin. Weil ich glaube, das Spiel läuft nicht immer rund, wenn du auf 1080p das erzwingst. Was bist du denn? Eklig. Aber irgendwie ganz süß. Die Animation haben sie echt Bombe gemacht. Bocklinghorn. Horn eines Bockling. Als Kochzutat ruiniert ist jedes normale Gericht. Kochst du es jedoch zusammen mit Insekten ein, lässt sich Medizin daraus herstellen. Was haben wir hier? Schleimgelee. Schleimtropfen, der aussieht wie eine kleine Version von der Kreatur, von der es stammt. Es ist instabil und kann durch verschiedene Elemente beeinflusst werden.
gehe nur mal kurz hin, damit die Markierung weg ist. Und schau mal, vielleicht ist ja hier was versteckt. Was bringt mir anschleichen? Wahrscheinlich einen Schadensbonus, wenn ich nah genug rankomme, ne? Beim ersten Schlag. Einfach geil, wie weit er wegfliegt und dabei verliert er dann die Waffe. Bocklinghauer, diesen stumpfen Zahn hast du nach dem Sieg über einen Bockling erhalten. Zusammen mit Insekten und ähnlichem gekochten lässt sich daraus Medizin herstellen. Bockstock, hiermit erschlagen Bocklings ihre Beute. Dabei geht der Stock sehr schnell kaputt, aber das ist ihnen auch egal. Ah, guck mal, da ist schon eine Kiste. Das gefällt mir. Das finde ich super. Ach, cool. Der kann einen Stein rauswühlen und schmeißt den nach mir. Oh, mir kribbelt's echt überall. Ach, ich kann... Moment, kann ich Gras auch zerschlagen? Okay. Die haben auch wirklich an alles gedacht, ne? Dass ich das abschneiden kann. Der Chat sagt übrigens, nein, ich bin mit Schleichen einfach nur leiser. Na... Falsche Taste benutzt. Auswählen, ausrüsten. Sehr schön. Ich weiß nicht, wie schnell ich zu dem Punkt gehen soll. Übrigens kann ich mit A halten, nee, mit B halten rennen. Das verbraucht aber Ausdauer und zwar ziemlich viel. Ich denke mal, da sind, da ist das Lager der Bocklinge. Deshalb. Wenn keiner was dagegen hat, gehe ich erstmal zur Stimme. Die natürlich mich Link angesprochen hat. Mir ist schon bewusst, dass ich Link bin und nicht Zelda. Da ist so dieser Anfängerfehler, wer es nicht kennt, dass Zelda die Prinzessin ist. Ich sehe was und spekuliere. Wenn das geht, ey, Hut ab, Nintendo. Hammermäßig. Die haben wirklich an alles gedacht. Und da klau ich den erstmal das Fressen. Oh, meine Waffentasche ist schon voll. Moment, dann gehen wir mal eben. Hier muss ich lang. Wie schmeiße ich Sachen wieder weg? Betrachten, sortieren. Ah, da. Auswählen, wegwerfen. Thank you.
Kann ich mit dem Feuer noch interagieren? Zurzeit wohl nicht. Da brauche ich wohl irgendwas anderes da noch dazu. Aber schön, dass die sowas mit eingebaut haben. Okay, der hat mich gesehen. Oder beziehungsweise ein Holzpfeil. Die gewöhnlichste Form von Pfeilen. Sie sind aus robustem Holz geschnitzt. Ah ne, die sind dann erstmal... Achso, das Fragezeichen geht dann voll. Und wenn das voll ist, dann haben sie mich gesehen. Wie gesagt, ich bin blind im Spiel, ne? Also ich habe das... Ich habe jetzt auch nicht großartig Videos bei anderen geguckt oder sonst irgendwas. Ich muss gerade den ganzen Kram für mich selbst erstmal entdecken. So, dich werde ich ja wohl hinkriegen. Oh, der ist ein Schild. Au. Lass mich raten, Böcklinge können nicht schwimmen. Hier hat mich die Stimme hingelotst. Jetzt guckst du nicht so lange an, du weißt genau, was du machen musst. Du hast einen viereckigen Gegenstand. Das Viereckige gehört ins Viereckige. In Deutschland wird sofort ein Rentner rauskommen mit Hut und sagen, ey, die verschanden hier das Landschaftsbild, das wollen wir so nicht. Ah, davon habe ich aber gelesen, dass die Türme die Reisepunkte sind. Es hat meinen Stein befruchtet. Ha, wisst ihr aber, wo dieses Aufdeckungssystem herkommt? Das haben die genauso umgesetzt mit diesen, mit dem Turm, wo dann das Gebiet komplett aufgedeckt wird in dem letzten Action-Adventure von Schlacht um Mittelerde. Nicht Schlacht um Mittelerde, sondern Herr der Ringe. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Es kommt aber auch ein zweiter Teil davon. Erinnere dich. Obi-Wan Kenobi. Erinnere dich. Obi-Wan Kenobi. Entschuldigung. 100 Jahre lang hast du geschlafen. Wenn dieses Ungeheuer seine vollständige Kraft wiedergewinnt, ist die Welt dem Untergang geweiht. Nicht mehr viel Zeit. Beeile dich. Beeile dich. Der Chat hat recht übrigens, es war Shadow of Mordor. Da freue ich mich auch auf den zweiten Teil. So, die ferne Stimme. Geschafft. Leveling gibt's aber nicht, man wird wahrscheinlich die Herzen irgendwo verdienen.
Und jetzt, wie komme ich hier runter? Hier drüber? Es wird wahrscheinlich keinen Assassin's Creed-Sprung hier geben. Ich schwitze. Hup. Ich hoffe, ich musste oben nicht noch irgendwas machen, weil das könnte ein bisschen lang sein, der Weg nach oben. Könnte auch der Turm von Meister Quitte sein. Ah, da kommt der alte Sonderling. Junge, Junge, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe gesehen, wie überall diese Türme aus dem Boden geschossen sind. Das muss heißen, die Kraft, die unter Hyrule schlief, wurde erweckt. Du warst gerade auf dem Turm, oder? Was gab's denn da dort? Nee, was gab's denn dort oben? Da war eine Stimme. Ah, nee. Ich habe es jetzt verheimlicht, weil ich die falsche Taste wieder gedrückt hat. Ah, du brauchst es nicht zu verheimlichen. Ich habe alles ganz genau beobachtet, was ich dort oben abgespielt habe. Weil ich alt bin und ein Monokel habe und, ja. Ich bin mir recht sicher, dass du eine Stimme aus Richtung des Schlosses vernommen hast, nicht wahr? Volltreffer, was? Hast du eine Vermutung, wessen Stimme es gewesen sein könnte? Ich weiß es nicht. Verstehe schon, das ist bedauerlich. Hm. Ich höre auch manchmal Stimmen. Nein, natürlich steht da, aber dieses unheilvolle Wabbern rund um das Schloss ist dir sicher nicht entgangen, oder? Naja, es war ein riesiger Schatten, der die Form eines Drachen angenommen hat und dann sein riesiges Maul in die Unendlichkeit gerissen hat. Deshalb, nein, mir ist nichts aufgefallen. Die Verheerung Ganon. Es ist nun 100 Jahre her, da hat dieses Unheil das Reich Hyrule zerstört, das sich einst hier befand. Es tauchte wie aus dem Nichts auf, zerstörte die Städte und kostete einen Großteil des Volkes das Leben. Und seit 100 Jahren verweilt es nun dort. Mir wird schon gesagt, ich spreche die Ortschaft falsch aus. Ein stolzes Wahrzeichen des Königreichs. Hyrule, danke. Du verspürst den Drang, zum Schloss zu gehen. Eigentlich nicht so, weil ich mich noch nicht stark genug fühle, aber ich sag einfach ja. Leider wird da so schnell nichts draus. Das Plateau, auf dem wir uns befinden, ist von jenen Abgründen umgeben. Jeder, der dort hinunterfällt, ist verloren. Dann gib mir doch einfach deinen Gleitschirm. Ja. Ich kann voraussehen. Wenn man einen Parasegler besitzt, sieht die Sache schon anders aus. Ja, dann gib mir den. Na gut. Aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass du einen gewissen Schatz für mich besorgst.